Nun sind Sie junger Familienvater. Das Thema Bildung und Sicherheit steht für Sie an erster Stelle? Absolut. Also gerade das Thema innere Sicherheit, das hatten wir jetzt ja schon kurz angeschnitten gehabt. Aber auch Bildung. Mein ältester Sohn ist 9 Jahre alt. Ich sehe, wie viele Unterrichtsstunden ausfallen beziehungsweise dann irgendwie ersetzt werden müssen. Und bei meinem mittleren Sohn, der ist jetzt 2,5, der geht jetzt in die Kita. Da sehe ich eine gute Betreuung grundsätzlich. Aber da sehe ich die Kosten als junger Familienvater, beziehungsweise es gilt ja nicht nur für mich, sondern auch für viele, viele andere sächsische Familien. Da gehen die Preise wirklich durch die Decke. Also gerade wenn man jetzt 2 Kinder hat, die in der Kita betreut werden müssen, dann sind das mit dem Mittagessen schnell 500, 600 € im Monat und das nimmt einen großen Teil von dem familiären Budget weg, was man jeden Monat hat. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, für was die Regierung in Sachsen oder in Berlin Geld ausgibt, dann sage ich schon, okay, ich würde lieber den Rotstift nehmen, bei grünen, linken, ideologischen Projekten streichen, um dann eben junge Familien besser fördern zu können. Weil wenn wir das nicht schaffen, wenn die Geburtenraten weiter nach unten gehen, dann haben wir auf jeden Fall langfristig ein Problem, ob das jetzt bei der Rente ist oder generell, das muss man verhindern. Deswegen muss Sachsen das familienfreundlichste Bundesland werden. Was rufen Sie den jungen Familien zu? Ja, genau das, was wir im Wahlprogramm stehen haben, also gerade das Thema kostenlose Kitas, ein kostenloses Mittagessen. Ich sehe ganz, ganz viele Familien, lernt man ja kennen, wenn man in der Klasse einen Jungen hat, die kommen zu mir und sagen, wir haben das Mittagessen jetzt abbestellt, weil wir 5, 6 € jetzt für das Mittagessen zahlen sollen. Und das können sich viele einfach nicht leisten. Also die Kinder sitzen dann da, hungern ab 12 Uhr, haben vielleicht noch eine Schnitte aus der Frühstückspause mit. Und das ärgert mich einfach so, sowas zu sehen, wenn man auf der anderen Seite sieht, wie viele Millionen und Milliarden für Schwachsinn ausgegeben werden, wenn dann Familien zu mir kommen und sagen, ich kann mir weder ein drittes Kind leisten, weil die Kita-Gebühren so hoch sind, noch kann ich meinem Kind ein Mittagessen finanzieren. Und genau das werden wir jetzt AfD ändern. Unser Ziel ist es, dass Sachsen das familienfreundlichste Bundesland wird und dass es auch finanziell wieder möglich ist, Kinder zu bekommen, weil jeder, der Kinder hat, weiß, das ist das Schönste der Welt. Wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt, der kleine Zweijährige kommt einem entgegengerannt, sagt, Papa, Papa, Papa ist zu Hause. Das ist das Schöne und genau das soll jedem ermöglicht werden, unabhängig davon, wie viel Geld man jetzt im Monat bekommt. Das ist die Hauptaufgabe.